Recht herzlich willkommen zur 76. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir gehen hier hin. Das ist unsere letzte Aktion, die wir hatten. Wir haben da schon ein bisschen was gemacht. Das war, sag schon, Richtung Minmus kommen. Der Dralo und der Luca, die hatten mir beschrieben, was ich alles falsch gemacht habe. Naja, nicht so ganz so viel diesmal. Aber ist halt so. Die Bahn hier, die ist wohl einigermaßen gut, wie man sieht. Aber da müssen wir dann schauen, dass wir da auch passend vorbeikommen, ne? Das wird schon mit dem Brennen und so, wird das schon eine knappe Sache, weil das ist hier nicht kein großer Bereich, denke ich. Gut, aber müssen wir durch, ne? 2 Minuten haben wir noch Zeit. Dann ist unser Punkt erreicht, wo wir dann das machen müssen. Da müssen wir jetzt gerade den blauen Pfeil noch holen. Der ist da. So, das passt. Das passt dann auch. Dann haben wir das geholt. Mhm. So. Und dann Vollgas, wenn es soweit ist, ne? Ja. 2 Minuten, 1 Minute 44 sind es nur noch. Muss mal ein bisschen schneller laufen. Der hat sich gerade bewegt, oder? Ja. Ich glaube, so ist besser jetzt. 36, 20. Gut, normale Zeit laufen lassen. Die beiden Tasten für Gas in der Hand nehmen. 9, 8, 5. Und ich mach's mal jetzt. Und will hoffen, dass es alles so passt, was ich da gerade mache. So. 600 darunter gebrannt. Dass wir da hinkommen. Und 400 noch. 300. 200. 100. Und. Oh. Na, da geht er schon wieder zurück. Das heißt, da ist schon wieder was faul. Okay. Müssen wir gucken. Das müssen wir nicht gucken, wir müssen hier gucken. Haben wir da irgendwo noch einen Encounter? So, einmal hier hin. So, wir könnten mal gerade den löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Oh. Ist das Minmus? Da ist aber was schief gelaufen, ne? Aber gewaltig. Wieso ist denn der so weit übers Ziel geschossen? Der ist aber richtig doof jetzt gelaufen, oder? Den müssen wir wieder zurückholen, ne, oder? Ah, das ist interessant. Halt, stopp. Da flackert's schon. Okay. Aha. Also da sind wir jetzt gerade dran vorbeigesaust. Und ich glaube, wir müssen da nochmal drehen, dass er uns wieder einfängt. So, jetzt sind wir dann wo? Zur Zeit dahinter, ne? Der Luca hatte mir, glaube ich, geschrieben gehabt, dass es auch hier nicht so schwer ist, der einmal umzudrehen bei dem dann, ne? Vielleicht sollten wir das favorisieren. Also jetzt wäre ich ja hier hinter dem. Das ist da zu sehen. Hm. Irgendwie sieht das gerade nicht gut aus, finde ich. Ich würde das jetzt gerne nochmal ändern. Nochmal langsamer. Und dann eigentlich gucken, dass wir irgendwo in eine andere Richtung kommen, dass das passt, ne? Wohin müsste ich denn brennen?
damit ich das wieder hinkriege. Halt Manöver. Jetzt drehe ich da wieder, das ist verkehrt. Das würde schon mal gut aussehen, ne? Oder? Da komme ich noch vorher, aber da müsste ich jetzt schon gebrannt haben. Das war wieder ganz schlecht, das Manöver, ne? Zu lange geguckt, ne? Bin schon vorbeigeflogen hier. Krieg ich das auch noch bitte mal verschoben, ne? Ne? Da ist wohl weg. Dann müssen wir Neues machen. Aber das wandert so schnell. Können wir gleich hier oben noch Neues machen. Was sagt er jetzt? Der ist rot da. Mundpyreapsis. Current Mund Escape, okay. Aber wir sind schon wieder drüber. Super. Das war der. Den machen wir weg. Der ist der richtige. 2 Minuten. So. Den gucke ich mir jetzt mal an. Dann kriegen wir das schon noch hin. Will ich hoffen. Oh, ist das wirklich kriselig hier jetzt in der Entfernung, ne? Minmus per Apsis. Minmus Encounter. Das ist jetzt das, was wir brauchen. Und wir haben noch 1 Minute. Da müssen wir jetzt noch ausrichten. Ne, andersrum. So. Das ist ganz kurz brennen nur, das ist nicht viel. Und das Ganze in 1 Minute. Ein bisschen schneller. Und das ist gleich zu schnell. Ausgerichtet sind wir, passend. 19 Sekunden noch. 12,8 Meter die Sekunde. Gucken, dass wir den Schub hinkriegen. So, und los geht's. Naja, das, was wir jetzt da haben, ist nicht so dolle, ne? Der wirft uns ganz schön aus der Bahn. Ist das hier Kerbenapyrapsis? Wollt ihr jemals wieder hinkommen? Ne, wir müssen noch weiter. Wir kommen hinter ihm an, so ein Shit. Wir haben ja auch keinen Encounter oder irgendwie sowas, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ein bisschen gegenbrennen vielleicht. Ah, dann haben wir den nicht mehr. Dann werden wir nicht mehr abgelenkt. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Da. Focus View? Nee, doch, klar. Focus View war richtig, oder? Nee. Focus View war nicht richtig. Unset Target. Set Target.
Und dann müssen wir gerade hier reinzoomen. Dahin. Und das sind hier unsere 0,3, ne? Das ist unser Problem auch, ne? Das müssen wir auch noch korrigieren, damit wir nicht wahllos durch die Gegend da kommen, ne? So, wenn ich das anklicke, bleibt das so. Das müssen wir auf 0 bringen, ne? Ach so. Das kriegen wir nicht hin, ne? Auf 0. Weil das schon hinter uns ist. Genau. Irgendwie war da was, ne? Ich glaube, wir machen das trotz alledem. Damit wir besser da hinten ankommen, oder? Obwohl, das ist auch egal, dieser Sach schon. Na, der Bogen, der da ist, der ist sowieso verkehrt. Aber irgendwas müssen wir jetzt ja noch zaubern, ne? Das ist unser Ziel, ja. Ich setz mal da gerade ein zwischen. Ja, das wirft uns aus der Bahn und es gibt kein Encounter, ne? Das ist das Entscheidende. Ich möchte gern Encounter haben, aber wie? Ein bisschen so mal probieren. Ah, das ist doch schon mal besser, ne? Und was ist das jetzt? Achso, wir sind schon an einem Punkt vorbei oder so. Nee, dann müssen wir da. Einmal da. Oh, das war viel zu viel Gas. Aber da gibt's ein Escape. Das bedeutet, er könnte uns einfangen, wenn es ein Escape gibt, oder? Ja, dann ist es doch gar nicht so verkehrt, oder? Ich glaube, wir richten uns nochmal nach vorne aus. Ne, das war rückwärts. Das wollte ich nicht. Nach vorne. Dahin. Und geben mal ganz kurz einmal Gas. Und dann ist hier die Periapsis und die müssen wir dann ändern. Damit wir rumkommen. Und dann müssen wir nachher einmal, wenn er uns eingefangen hat, einmal rumdrehen. Das sollte klappen. Das werden wir schon hinkriegen, denke ich mal. Ja. Also machen wir jetzt noch ein bisschen Flugzeit einmal. Weiß gar nicht, wie schnell das geht. Ah, jetzt geht's mal voran. Da muss man ganz schön viele Pfeile machen. Der flackert so. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, aber ich denke mal, ich lasse das erstmal auf diesem Stück hier stehen. Oder? Was? Mut zur Lücke, oder wie heißt das? Bisschen vor hier noch. Oh ja. Es geht dann doch recht flott, ne? Wenn man dann da ist. Ich trau mich immer nicht, ne? So. Boah, das soll noch passen. Der braucht so lange und wir nur so. Ach, wir werden wahrscheinlich so schnell, so viel langsamer werden, dass das gleich noch klappt, ne? Okay, das werden wir auch noch hinkriegen, denke ich mal. Lass uns noch ein bisschen vor. Komm nochmal schneller. So. Okay. Irgendwie, warum flackert das? Ich weiß nicht. Aber wir werden das nachher sehen. Er holt uns da ja auch rum dann. Das heißt, wir müssten
eigentlich vor ihm vorher sein noch, ne? Ja, sieht ganz danach aus, dass wir ihn vorher noch überholen. Dann sind wir zwar falsch rum, ist mir jetzt aber egal. Wir müssen erstmal in seinen Orbit da reinkommen. Das ist erstmal wichtiger. Und dann müssen wir gucken. Noch sehe ich ihn nicht. Jetzt kreuzen wir seine Bahn. Aber er wird auch relativ spät erst kommen. Ah, da ist er. Und ich sag mal ganz einfach hier, unterbrechen wir mal. Und dann gucken wir noch einmal hier ins Dingens rein. Kraftstoff ist noch da. Wie sieht denn das mit der Solarzelle aus? Ne? Da haben wir wieder nicht drauf geachtet. Das hat uns der Drado immer gesagt. Ne? Da sieht's aber so aus, als ob da was drauf leuchtet. Ja, dann passt's. Gut, dann würde ich aber sagen, soll's für die Runde erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.